So, die haben wir. Ging ja noch. Okay, wo müssen wir jetzt? Ich überquere den Fluss, wer die Sau! Hä? Wo müssen wir denn hin? Haben wir noch irgendwo Fans? Ein Merchandise-Stand wird angegriffen. Der hier. Die Show ist da drüben. Ihr Tipp-Creeps. Scheiße, da kann ich nicht alleine reinspringen. Mist. Kommt, Leute, kommt. Alles in etwa dieser Richtung muss sterben. Wenn ihr Glück habt, seid ihr tot. So, jetzt bringt man euch hier. Dämlich. Clementine braucht eine Pause. Müssen wir jetzt einfach nur verteidigen oder müssen wir irgendwas erobern? Eigentlich nur verteidigen, ja? Zu heiß! So. Schon möchte die Reinheit. So, und weg. Hält aber ordentlich aus, oder? Ich muss mal ganz kurz aufs Ziel gucken. Ja, okay. Wir sollen uns eigentlich mit Mangus treffen. Sorry wegen dem Blut, Leute. Keine Sorge, Eddie. Wir haben es im Griff. Ich kann den Hügel rauf beim Flussufer. Legt sie um. Gut, die sollen die mal eben platt machen. Und ja, dann mal gucken. Arschtritte für alle! Okay, die sind unterwegs, die sind unterwegs. Trupps kommen. Ah, scheiße. Aber mehr können wir ja auch nicht einnehmen, ne? Ja, bitte. Ne, mehr können wir gerade nicht einnehmen. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wirklich einfach nur deffen. Und hoffen, macht dass das alles gut Weg geht. Zum Leuchtfeuer. Das wird wahrscheinlich nicht so schlau. Haut drauf! Zerfetzt sie! So, weg mit denen, los. So, machen wir mal ein bisschen mit. Sind die Heiler oder was ist das? Naja, gut, dann machen wir die mal. Das sind eklig, die Jungs. Bewegung! So, schnell dahin und dann das Feuer holen. Beziehungsweise die Fans holen. Ja. Und mal gucken, wie lange das jetzt geht, oder? Okay, geben wir diesen Fans etwas Merchandise. Oh. Ja! Heiß! Mann! So, perfekt. Okay. Und jetzt? Und bis bald. Jetzt kommen sie aus den Bergen, Eddie! Was, aus den Bergen? Legt sie um. Ach, Leute! Was ist mit meinen Füßen? Ich finde das ein bisschen lästig hier gerade. Lasst uns das Ding machen. Das ist Mist. Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie sind diese Szenen hier viel zu viele.
Also das geht mir ziemlich auf den Geist. Vor allem, weil ich gerade echt nicht genau weiß, was ich jetzt tun muss. Ist mir noch ein bisschen Rätsel. Ich finde einfach dieses Element hier dominiert zu stark in dem Spiel. Sie ist zu heiß. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen. Das ist wirklich auch sehr, sehr schade eigentlich. Hey, Andy kriegt das hin, aber kann hier mal jemand helfen? Eddie! So, jetzt kann ich mir das Ding da drüben wiederholen. Und dann haben wir es hoffentlich bald mal. Eddie, da kommt noch mehr verdammt. Boah, Leute. Du musst doch irgendwann mal aufhören, ey. Lass uns Dämonen umführen. Arschtritte für alle! Ich bin hinter euch. Verschlingt sie! Yeah. Lass uns gehen. Sprich mich mal wieder. Gut gemacht. Jetzt halt. Mal gucken, das ist ganz effektiv. Kann man das eigentlich die ganze Zeit machen? Und das war's? Ich glaub schon, oder? So, irgendwie scheint an mir wirklich vorbeigegangen zu sein, was wir hier machen sollen. Bin mir unsicher. Sie überqueren den Fluss, Eddie, schau! Wie der Blitz! Mach keine Gefangenen! Die ja schon wieder Eddie! Vorne dran. Da! Alter. Oh, shit. Oho. So sei es. Wir sollten den Tod nicht warten lassen. Ich hab doch gesagt, sie kommen wieder! Seid ihr die Typen, die den General ermordet haben? Ganz genau. Verbrennt die anderen Figuren. Boah, da war's ein Glück. Bitte erzähl ihnen nicht, was ich über sie gesagt habe, okay? Los! Wir können ihnen den Kampf nicht alleine überlassen. Ich komme. So, machen wir auch mal ordentlich mit da drüben. Auf sie, verdammt! Was muss man da nochmal tun? Irgendwas mit Ruhe, oder? Was muss man da nochmal tun? Irgendwas mit Ruhe, oder? Darf ich von deinen Schultern? Ich lass Eddie in Ruhe. Zerstört alles! So, holen wir die mal eben dran. Und da unten sind auch noch einige. Go, go. Hab ich mal auch wieder mit. Das Solo kann ich bald auswendig. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Rocker noch auf unserer Seite. Das ist ja auch ganz cool.
Das hab ich gesehen! Was kann ich denn tun? Ich hab einen Kopf. Au! So, schaffen wir die mal ein bisschen tot. Jawohl! Und jawohl! Ich verbrenne noch nicht die Finger. Ein Kreis um den Roadie, mach schon! Ich habe mir Gedanken. Danke. Den wollte ich haben. Nett! Okay. Sollte ja bald mal alle gewesen sein, oder? Das reicht dann nämlich auch mit dem ganzen Spaß hier, also ganz eindeutig. Oh, weil das ist sehr anstrengend zu spielen, finde ich. Da kann ich immer so wenig bei erzählen, weil ich mir so viel aufpassen muss, weil ich habe immer keine Lust, das Ganze nochmal zu machen. Ne? Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Ophelia! Siehst du jetzt, wozu sie fähig ist? Sie hat Merchandise. Begreifst du es endlich? Die schwarzen Tränen sind die Quelle ihrer Macht. Aber das Meer der schwarzen Tränen wurde versiegelt. Für immer. Wo habt ihr gesteckt? Direkt nach Lionwhites Tod hat Doviculus das Meer geöffnet. Wir mussten weiter nach Norden, um von diesen düsteren Monstern wegzukommen. Doviculus? Warum? Um Menschen gegen Menschen zu hetzen. Damit sich der Aufstand von selbst erstickt. Erneut. Zeit zu verschwinden. Aber wohin sollen wir gehen? Zum Meer der schwarzen Tränen. Das ist Selbstmord. Können wir mit? Sehr gut. Ich werde mich mal ein bisschen umsehen. Ich melde mich, wenn ich einen Weg finde, den Bus über die Schlucht zu kriegen. Hey, lass dir Zeit. Na, lieber nicht zu viel, ne? So, okay, dann können wir uns jetzt endlich ein bisschen umschauen, ja, jetzt hab ich's. Ich weiß, dass hier vorne noch irgendwo so ein Drachending stand, genau da. Weil jetzt, sammle ich noch ein kleines bisschen was und dann war ja hier neben noch die Schmiede gleich. Hier. Zum einen hätte ich jetzt ja gerne noch, ne, also... damit man Armageddons Geschenk bekommt, wenn der sich auch mal ausspricht. So, was müssen wir denn eigentlich machen? Aha, wir müssen da unten auf jeden Fall hin. Dann würde ich aber sagen, gehen wir doch einfach mit vorher schon hier in den Shop. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, weil dann können wir uns hier nochmal ausrüsten. Und mal gucken, was wir noch so haben. So, Moment. Noch einmal Ozzy besuchen gehen. Yay! Schon besser. Na komm, aufmachen. So, und rein da. Der Hüter des Metal heißt dich willkommen. Hallo. Metal, Feuer, Lärm und Blut. Was entfacht bei dir die Glut? Willst du ein Zeichen setzen? Wie wär's mit ein paar Kampftipps? Outfits. Bergmenschen-Outfit, aha. Finde ich alle nicht so cool irgendwie. Nö, wir bleiben bei dem Original. Was hältst du von der... Der Schmerz hat viele Gesichter. So wollte es auch mal Golden sehen. Wie wär's mit ein paar... Willst du ein Zeichen setzen? Ein wenig? Ja. Kümmere dich um dein Auto. Brauchst du Hilfe um... Sicher ist sicher. Brauchst du Hilfe um den Stachel... Sicher ist sicher. Hast du schon alles gekauft? Ja. Zwei sind so? Immer besser. Ja. Zwei sind immer besser. Brauchst du Hilfe um den Stachelschwein? Sicher ist sicher. Irgendwas. So, jetzt wird's langsam interessant. Boah, das ist nervig. Damit könnte man so gewaltigen Schaden anrichten. Extrem tödlich. Extrem tödlich. Aha, okay. Und dieser jemand bist wohl du? Extrem tödlich. Damit könnte man gewaltigen Schaden anrichten.
Wir nehmen mal die. Warum lässt du so ab? Man kann nie tödlich genug sein. Sie stoßen herrlich blaue Flammen aus. Gut, wir könnten dabei gleich die Kratzer ausbessern. Echt gruselig. Dieser Glanz. Echt gruselig. So wollte es Oma Golden sehen. Naja, okay. So wollte es Oma Golden sehen. Alter, das der Schmerz hat viele Gesichter. Zu den Seiten gibt es übrigens eine perfekte Seiten für den Kampf. Damit erregst du Aufmerksamkeit. Ja, okay. Was hältst du? Ich könnte dir bestimmt so viel Cooles. Viel Spaß damit, du kranker Bastard. Okay, bis später, Hüter des Metal. Meld dich mal wieder. Ja, sehr cool. Ich mag den Typen irgendwie. Alter Vater. Geil. Okay, dann suchen wir uns jetzt mal den Weg ins nächste Level.